In der Villa vor Richard und Rebecca herrschte Totenstille. Sie gaben die Hoffnung nicht auf und begannen, nach Überlebenden zu suchen. We made it to the mansion, but stay on your toes. I will, Billy. I hope you're okay. Tam, they're here too. Und damit an dieser Stelle hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Are you okay? You don't look so good. Alter. I must have had a bad dream. What? Nothing. So, ich habe mir diesmal eine Maschinenpistole eingesteckt. Für den heutigen Boss. Denn da brauchen wir wieder was, was schnell schießen kann. Something feels Richard. Und das ist in diesem Fall halt die Pistole. We're elite members of Stars. Also das Maschinengewehr. If we remember our training and keep our cool, we'll be fine. Yeah, you're right. Die Maschinenpistole HP übrigens sogar, das ist eine verbesserte Version. Die hat nicht so viel Magazinkapazität, aber dafür mehr Feuerkraft. Oh, ist das eine Magnum? Blöde Tölen, ey. Bleib liegen. Ui. Hier, für euch. Kann damit spielen. Einer. Natürlich nicht unbegrenzt Munition, ne? Also wir müssen schon ein bisschen... Rebecca, watch out! Weiter ein bisschen aufpassen, wo wir hinschießen. Obwohl, das war eben gerade ganz gut. Da kann ich mich verarschen. So. Ich habe komplett den Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, es war sowieso Schwachsinn. Kommt da bei mir häufiger vor. Ich belasse es jetzt mal dabei. Hallo? Jemand hier? Ich könnte jetzt natürlich wie wild hier irgendwelche Gegenstände zerschießen, aber das ist auch doof. Das finde ich nicht stimmungsvoll. Kommt her, ihr. Ihr verdammten Bienen! Bienen! Ja. Hoi, Alter, geht's gar. Da vielleicht was drin? Ja, ein Heilkraut. Yeah, you don't have to say it. I know they're related to this too. Those were no ordinary murders. There's something more going on here. We have to get to the bottom of it. Our main mission now is survival. Having all the information in the world won't do us any good if we're dead. I know, but... Don't worry, Rebecca. We'll expose all of this. But for right now, we have to focus on our job. Checkpoint? Wäre auch zu schön gewesen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Da ist nochmal Heilung. Aber im Moment brauchen wir keine Heilung. Ich lasse das da nochmal liegen, falls wir später nochmal vorbeikommen. Da ich jetzt irgendwie große Schaden mitnehme mit der Feinde. Oh, Rebecca und Richard haben echt viel mit diesem verdammten Kopfzeug hier zu tun, ne? Krähen und Bienen und Schlangen und Spinnen. Irgendwie so ein Vieh kommt hier ständig an. Wieder Bienen! Haben aber noch nicht so ganz geschnallt, wo wir uns befinden. Das hat ganz schön gedauert, bis wir jetzt zum Angriff übergegangen sind. Alter. Ich dachte, er wäre schon down. Und dann fängt er an zu spucken, der Blödmann. Muss sich das Heilkraut doch noch mitnehmen. Aber so viel macht das eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das, dass wir hier nochmal vorbeikommen. Ich glaube auch nicht, dass wir das Erste-Hilfe-Spray in diesem Kapitel brauchen. Ich meine mich zu erinnern, dass das gar nicht so schlimm ist.
nächste schlimme Kapitel, das kommt tatsächlich erst im nächsten Szenario, wenn ich mich recht erinnere. Oh, hier wieder eine Szene fokussierend auf die Hauptstory von Umbrella Chronicles. Ja, sowas gibt's hier tatsächlich. Ja, Sergei und sein Ivan sind damit unterwegs. Unbelievable. I wonder what they could be up to. Die werden im vierten Szenario noch eine richtig große Rolle spielen. So viel sei schon mal verraten. Habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht, ne? Gerade Sergei. Let's move. Ja. Er hat den Hundi geschlagen. Darf er das? Oh, noch über 1000 Schuss für die Maschinenpistole. Also ich muss mich jetzt nicht so sehr zurückhalten. Ich habe auch keine Ahnung, ob es einen Unterschied gibt, welchen Charakter man spielt. Da ist einmal ein Unterschied gesehen, und zwar, dass die meisten Charaktere eine Samurai Edge benutzen, also zumindest die Stars-Leute. Und, aber hier, Billy hatte, glaube ich, eine andere Waffe. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die in der Performance irgendwelche Unterschiede haben, diese Waffen, ne? Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ansonsten weiß ich nicht, ob es bei den Charakteren irgendeinen Unterschied gibt. Außer, also einen Unterschied gibt es definitiv, und zwar die Animation und damit auch der Schaden und die Länge derselbigen bei diesen Konteraktionen, wenn wir gegrappelt werden. Und da hat man wunderbar gesehen, wenn wir einen Hunter tatsächlich in der Luft erwischen, dann reicht eine Kugel aus einer beliebigen Waffe, um ihn zu erledigen. Richard, nimm doch den Raketenwerfer, den Granatwerfer und schieß auf die blöden Krähen. Are you all right? Hat bei Forrest auch funktioniert. Just us now. Help will come. Carter kommt schon wieder an. I'm sure our captain is out there somewhere. Uh-oh. So don't give up hope. Besides, I'll back you up. And with me around, what could go wrong? Yawn is da. What is that thing? Es gehört jetzt hier vielleicht nicht so ganz hin. Aber der Kater hat zwischen den Aufnahmen tatsächlich auch das Mikrofon wieder runtergeschmissen. Irgendwann funktioniert das mal nicht mehr. Gott, das Scheiße, ist das dunkel. Ah, das ist echt gerade dunkel. Ich sehe gar nicht, ob er das Maul auf hat. Nicht gut. Hi. Verfolgungsjagd mit. Oh, da ist Munition. Was zieh ich? Au, jetzt hat er uns erwischt. Und das nicht zu knapp. Alter Falter, richtet der Schaden an. Steht vielleicht irgendwo noch mal ein Kraut rum? Finde ich jetzt nämlich gerade total dufte. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass Jorn wirklich so viel Schaden austeilt hier. Oh, Gott sei Dank. Das ist doch nur Jorn. Das ist der erste Boss aus dem ersten Spiel. Oh, wir sind in der Bibliothek angekommen und das bedeutet, dass es jetzt zur tatsächlichen Konfrontation kommt. Es entspricht nicht ganz der Story, weil Richard ist ja tatsächlich damals auf dem Dachboden vergiftet worden. Aber er kommt dem Ganzen nah genug. Ist auch nur so eine ungefähre Nacherzählung. Oh oh. Let's finish it off, Rebecca. Ah, diesmal greift er von oben an. Jorn hat nämlich eine neue Attacke jetzt hier. Da müssen wir echt
schnell reagieren. Wir müssen ja immerhin sein offenes Maul schießen. Ne? Das ist ja das, was ihm wirklich Schaden macht. Und vor allem, was seine Angriffe unterbindet. Jetzt kommt er, glaube ich, angesprungen. Ich habe meinen Magnum-Revolver eingesammelt hier. Wow. Ja, okay, das war jetzt ein Fehler. Concentrate fire! Also, ich muss mal wieder hier nochmal heilen, aber ich würde sagen, der Kampf ist so gut wie gewonnen hier. Jorn hat auch nichts drauf. Zack. Das ist tatsächlich ein Kampf, den ich ganz gut unter Kontrolle habe hier. Ganz anders als zum Beispiel eine Konfrontation mit Ivan. Mit Ivan habe ich irgendwie immer Probleme gehabt. Wieder angeflogen. Jetzt gibt es noch ein, zwei Granaten. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. So. Geht doch. War doch jetzt nicht so schwer, oder? Rebecca! I died once. I will never forget the cold, dark fingers of death reaching out for me. However, even that death was a necessary component of the big picture. The virus that Birkin had created brought me back from the brink of annihilation. When I awoke, hatred became my master. I found the tyrant that killed me was dead, and the facility was just moments away from self-destruction. I did not have time to enjoy my newfound life. I had something I needed to do. Time to grab the data and get out. Due to the emergency condition, all data has been backed up to the UNF-013. Sergei was busy. Wesker, Albert, I am afraid that as of 2400 hours, I have taken it upon my authority to revoke your access privileges to the mainframe system. Impossible. Who are you? I am Red Queen,
My primary objective is the management and protection of Umbrella assets. My secondary mission objective. You will regret is the this, my lady. Of Umbrella that, officer I lies. Promise. Time to change the plan. I better secure my escape. Then I will deal with them. Sergei, I won't forget your kindness. It's time to take the virus for a test drive. Not bad. Not bad at all. Damit sind wir jetzt tatsächlich schon im zweiten Szenario angekommen. Rebirth, also Wiedergeburt. Und spielen jetzt tatsächlich als Albert Wesker. Die Tatsache, dass wir jetzt hier den aufgepowerten Super Wesker haben, die macht sich im Gameplay selbst allerdings nicht wirklich bemerkbar. Wie denn auch, ne? Außerdem, man kann es immer damit erklären, dass er jetzt tatsächlich gerade erst erwacht ist, weil er schaltet hier alleine ganz schöne Horden an Monstern aus, aber das hätte eine Rebecca genauso gekonnt, wenn wir sie jetzt hier gespielt hätten. Von daher, ja, wie gesagt, es macht sich halt tatsächlich kaum bemerkbar. Und wir werden in diesem Kapitel auch noch einen alten Bekannten wieder treffen, den der eine oder andere von euch in den letzten Folgen eventuell auch schon vermisst hat. Mehr verrate ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht. Müsst ihr schon noch einen Augenblick anbleiben. Dann seht ihr, um wen es geht. Da. Aha, ausgewichen. What amazing power. Es ist erstaunlich, wie schnell sein Körper tatsächlich mutiert ist, ne? Ja, das wäre vielleicht auch ein guter Punkt gewesen, um Granaten zu benutzen, aber ich hebe mir die Granaten diesmal auf und das hat auch einen Grund. Ich gehe mal links lang. Oh. Sowas ist gemein, wenn du dich umdrehst und dann gleich der Gegner schon schlagbereit dasteht. Das musst du ja wirklich vorher wissen, sonst hast du eigentlich keine Chance, das zu verhindern. Das nehmen wir mit. Das ist echt eine Menge an. Ich habe das Kraut verpasst. Schiete. Das ist echt eine Menge an Viehzeug hier. Gerade in dem Moment, wo er da reingeguckt hat. Da ist das Kraut, okay. Habe ich geguckt, ob die Aufnahme läuft. Läuft der eigentlich ganz gut. Warte mal jetzt wirklich, bis der hier angescheißert kommt. Ich wusste, dass da irgendwann noch was Schnelleres kommt. You survive long enough for us to have our tear-filled reunion. Schießer gibt ja beides noch. Ja. Erledigt. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Kapitel hier oder Unterkapitel, die tatsächlich keinen Checkpoint haben. Hier unten lag doch noch irgendwas. Kann ich das noch aufheben? Nein, er guckt natürlich nicht mehr runter. Das ist fies. Das ist echt fies. Oh ja, Lisa Trevor is back, bitches.
Das Schöne an Lisa ist, die effektivste Waffe ist tatsächlich gegen die Granaten. Deswegen habe ich mir die aufgehoben. Aber wie das nun mal so ist mit diesen Gegnern, wir wissen ja, was für regenerative Fähigkeiten Lisa hat, die ist natürlich noch nicht erledigt. In wenigen Minuten würde das gesamte Gebäude in Flammen aufgehen. Wesker entging dem Todesgriff desjenigen, der nicht sterben wollte, und erreichte den Eingang. Nur noch wenige Meter, und er würde der Explosion entkommen sein. Sehr theatralisch, vor allem derjenige, der nicht sterben wollte. The hourglass is running low. Time to pick up the pace. No time to play. I need to find another route. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Weskers Version von Nemesis, weil uns Lisa jetzt durch das ganze restliche, den ganzen restlichen Abschnitt hier jagen und verfolgen wird. Warum auch immer sie so fixiert auf uns ist. Ich verstehe nicht, warum Wesker mit seinen Superkräften jetzt die Tür nicht einfach aufreißt, aufhämmert. Mann, ist die hartnäckig. Das könnte noch relativ ungemütlich werden. Da steht sie schon wieder auf. Schnell weg hier. Vor allem ist ja auch verdammt schnell, ne? Für dafür, wie langsam sie tatsächlich im Originalspiel unterwegs war, ist sie hier verdammt schnell. Und immer direkt hinter uns. Ah, es war vielleicht ein Fehler, das Couchen einzusammeln. Wo will er jetzt eigentlich genau hin? Ich habe den Text gerade gar nicht gelesen. Und hören tue ich es ja irgendwie gar nicht. Das ist das zu leise, weil ich ja... Kopfhörer nicht benutzen kann. Dazu bin ich nämlich zu weit vom Fernseher weg. Und wenn ich näher an den Fernseher rangehe, habe ich wieder Probleme mit der Sensorleiste. Das will ich auch nicht riskieren. Also muss das jetzt so gehen. Puh, Checkpoint. Bis hierhin haben wir es schon mal geschafft. Das kann uns keiner mehr nehmen. Aber noch ist Lisa Trevor nicht besiegt. Das war ein weiterer Widersacher, den Wesker tatsächlich ausgeschaltet hat dann am Ende. Genau wie der Prototyrant. Ja, auch Lisa Trevor hat also die Begegnung an diesem Altar überlebt. Ihren Kampf mit Chris/Jill. Ne, wo wir den Sarg öffnen mussten und sie sich dann in den Tod gestürzt hat. Sie hat sich eben nicht in den Tod gestürzt. Sie lebt noch und sie ist dann auf Jagd nach Wesker gegangen. Als dieser nach dem Angriff durch den Tyranten wieder erwacht ist. Weil, also soweit ich die Umbrella Chronicles verstehe, die Hauptszenarios, ne, sind so eine grobe Nacherzählung der Story. Aber diese Nebenszenarios tatsächlich neue Geschichten erzählen, wie, wie zum Beispiel halt das hier auch. Die sind wohl tatsächlich Kanon. Alter, kannst du das mal... Habe ich noch andere Waffen? Einen Granatwerfer hätte ich noch, ja, okay. Oh, warum bist du denn nicht abgehauen jetzt, ne? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, sie haut ab, okay.
Also das geht wieder ganz schön auf meine Munitionsvorräte hier, dieser Level. Und wenn man diesen Level wenn wir diesen Level hier geschafft haben, dann sind wir tatsächlich schon halb durch das Spiel durch. Ja, die Hälfte der Szenarien liegen dann hinter uns. Das geht echt ruckzuck. Also ich habe tatsächlich gedacht, wir hatten mehr Probleme. Aber ich habe tatsächlich auch befürchtet, ich müsste das alles nochmal neu erspielen. Ich habe das mehr oder weniger durch Zufall dann noch mitgekriegt, dass ich meinen Spielstand von der Wii auch auf die Wii U übertragen kann. Ich war kurz davor, mit einem neuen Spielstand anzufangen. Hätte das alles nochmal wieder freischalten müssen. Das wäre furchtbar gewesen. Ich meine, bis jetzt scheint es ja relativ locker und simpel zu sein, aber das sind teilweise echt böse Anforderungen fürs Freischalten. Komme ich da nochmal zu, wenn wir das entsprechende Level spielen. Wow. Sag mal, warum sind die nicht um? Das ist gerade echt frech. Ich kann es echt nicht lassen, ne? Flump. Oh, das war's. Be a good girl and stay dead this time. Dafür müssen sie tatsächlich an einem ganz bestimmten Punkt in dieser Arena auf 0 Lebenspunkte runterkloppen, damit diese Sequenz startet. Ich habe letztes Mal jedenfalls sehr viel länger gebraucht. Das weiß ich noch. And so I was reborn like a phoenix emerging from the flame. I no longer needed umbrella. A new horizon stretched out before me. I had risen beyond the human race and cheated death itself. Leaving nothing to oppose me. Ja, und das war's. Das war tatsächlich gut. Wir haben uns okay geschlagen. Ja. Der S-Rang bei den Dateien und bei der Zeit, da brauche ich mir nichts drauf einbilden. Gegnertreffer, ja. Kritische Treffer, meh. Zerstörte Objekte, achte ich ja sowieso nicht drauf. Gut, aber. Das war tatsächlich Szenario 2, der Mansion Incident. Wir haben sämtliche Kapitel abgeschlossen, sowohl die, ich nenne es mal, Hauptstory, als auch die beiden Subszenarien, Nightmares, wo wir an der Seite von Rebecca und Richard unterwegs waren, und Rebirth, wo wir die Wiedergeburt von Albert Wesker und seine Konfrontation mit Lisa Trevor verfolgt haben. Das soll es dann also auch für heute gewesen sein. In der nächsten Folge reisen wir zurück nach Raccoon City. In der nächsten Folge reisen wir zurück zu den Ereignissen von Resident Evil 3. Und das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Tiefpunkt dieses ganzen Spiels. Was genau ich damit meine, da werde ich in der nächsten Folge definitiv nochmal etwas genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit Umbrella Chronicles für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.